Und willkommen zurück zur letzten Mission, The End. Ich bin euer Seeker, wir sind in DMC. Und ja, was gibt es jetzt noch, nachdem Mandis zerstört wurde, zu tun? Das werdet ihr gleich sehen. Vorher aber gehen wir nochmal mit einem Punkt auf Snake Eye. Auch wenn ich den vermutlich eh nicht viel benutzen werde. Start Mission. Into the real world. What was once hidden is now laid bare for all to see. Revolution is in the air. I never believed I'd live to see this day. It's the beginning of the end for the demons. Mankind would be free. Yes. Free from the demons. The path is clear for us to rule. What did you just say? The path is clear for us to rule. To rule what? This. Everything. Virgil. You mean like Mundus? No. No. We'll be nothing like Mundus. We'll respect our subjects, not enslave them. Subjects? He means you. He means humans. I thought we were fighting for freedom. It was his freedom we were fighting for, not yours. Don't be so simplistic. Humans are frail. They're like children. They need protection. Not just from others, but from themselves. We, you and I, have saved them. You and I saved them? Who else? A human. Cat was useful, but... Useful? Cat saved my life. Cat held out under torture to keep your existence a secret. Cat led us through the tower to Mundus's lair. We would have failed 20 times over if it weren't for her. Listen. If you can't see the chaos that humans will cause, if you don't want the responsibility of protecting them, then stand aside. I'll rule alone. I didn't help you destroy Mundus so that you could take his place. I can't let you do this, Virgil. And I can't let you stop me, brother. Stand aside. Don't do this. Virgil, please. Stay out of this! Komm. Und ja, es geht gegen Virgil. Wer DMC3 gespielt hat, der weiß, wie ätzend das da sein kann. Und im Moment ist es erstmal so, die Schwerter, die er um sich herum sammelt, kann man zwar zerstören, aber am besten ist es, wenn man die kontert, indem man genau dann angreift, wenn die losfliegen wollen. Dann kann man ihn angreifen, aber später ist es nicht mehr so einfach. Also er blockt auch jeden einzelnen Angriff, kann ich das zeigen. Also er blockt jeden einzelnen Angriff und jetzt macht er auch so eigene Sachen.
nutze ich auch noch Kabdui, was ziemlich stark gegen ihn ist, weil er quasi eine Schwachstelle hat nach jedem Angriff. Das macht ihm ganz gut Schaden, weil sonst im Moment macht er halt nur diese Angriffe und ich sag mal, angreifen kann man ihn dann wirklich nur mit Fernkampfwaffen. Und ja, Kablooey ist da vom Damage her am besten natürlich. It's not too late. Yes, it is. Sein Doppelgänger. Autsch. Autsch. Kann man halt auch nicht mehr diese Counter machen. Ranzieht, ist es jetzt auch ein bisschen schwieriger. So, er ist jetzt weak. Was ich jetzt einfach mache, der Doppelgänger wird ihn jetzt die ganze Zeit protecten und ich mache jetzt einfach Devil Trigger an und finish es. Und viel Spaß mit dem Ende des Spiels. Is under my protection now. You've chosen the wrong side. You're not human, Dante. You never will be. Brother.
who you are. You are Dante. Nothing more and nothing less. So, das war DMC Devil May Cry. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. 20 Missionen, 20 Uploads auf YouTube von mir. Ja, jetzt laufen noch die Credits mit ein bisschen Make-off und Artwork und so. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze anzugucken. Ich werde es laufen lassen. Ansonsten, wenn ihr das Spiel selber vorhabt, euch zu kaufen, auf jeden Fall die Credits anschauen. Es ist ziemlich interessant, wie man sieht, wie das Artwork hier auch durchläuft und wie die das ganze Motion Capturing gemacht haben. Ja, was gibt's sonst noch so zu sagen? Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, dieses Let's Play zu machen. Auch wenn ich halt ab und zu mal so hatte, ja, jetzt habe ich mal andere Spiele zu spielen, dann nehme ich mal nicht auf oder so, weil ich das Spiel natürlich kannte und nicht gerade gespannt war, was jetzt kam, weil ich alles wusste. Aber einfach, weil ich das Spiel hammergeil finde, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mal auch ein bisschen zu zeigen, hey, ich kann auch ein bisschen comboen. Ja, und ich denke, ich habe einen ganz guten Job gemacht, dass ich gezeigt habe, dass das Spiel relativ gut ist, auch im Gegensatz dazu, was viele Leute über das Spiel gesagt haben, so, der neue Dante ist scheiße, das neue Spiel spielt sich übelst kacke. Es ist ein verdammt gutes Spiel. Also lasst euch davon, was einige alte Fanboys da sagen, mal nicht hier ins Dunkel führen. Das Spiel ist ein Knaller, es spielt sich super flüssig, es hat super Performance, es hat viele, viele Gegner, viele, viele unterschiedliche Moves, es spielt sich unglaublich flüssig und allgemein ist es auch das erste DMC, wo ich sagen kann, es hat eine Story gehabt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir zuzusehen und ja, ich werde vermutlich noch Virgil's Downfall, werde ich auch noch machen. Ja, ich denke, das werde ich dann einfach morgen oder die Tage allgemein einfach mal nachreichen quasi. Virgil's Downfall ist ja jetzt nicht so lang, es sind glaube ich 7 oder 8 Missionen. Und ja, wenn ich das durch habe, vielleicht kommt noch so ein Bloody Palace Video mal oder so. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen DMC auf höheren Schwierigkeitsstufen mal streamen oder so. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, ja. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet oder was ihr davon gehalten habt. So, wie ihr Dante findet, also würde mich interessieren, weil es gab ja schon viele Leute, die dann auch so gesagt haben, ja, irgendwie gefällt mir der neue Dante nicht so. Also es war in den ersten paar Missionen, da muss ich sagen, das war genau mein Eindruck. Aber am Ende fand ich ihn einfach ziemlich, ziemlich gut, auch vom Charakter her, wie er halt am Ende auch quasi wirklich zu dem Dante wurde, den wir alle kennen. Und ja, ich meine, am Ende hat er auch die weißen Haare gehabt, das kann man jetzt auch als Skin quasi benutzen. Und ja, den schauen wir einfach mal. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze mit Virgil auch ausgegangen ist. Weil das kommt ja noch im DLC, was ich mir geholt habe. Virgil's Downfall, wie gesagt, wird alles noch hochgeladen. Aber naja, ich glaube, die Credits sind jetzt auch bald durch. Zumindest kommt kein Video mehr. I will suffer, I will burn, let hate remain. Einfach ein geiler Soundtrack hier von Combi Christ. Aber naja, eigentlich müsste ich ja jetzt die ganze Zeit noch weiterlabern. Ich könnte es aber eigentlich auch einfach lassen. Bla 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 bla, Mr. Freeman. Nee, ich glaube, ich lasse einfach die Credits so durchlaufen. Ich mache nochmal ein kurzes Fazit. Es hat mir super viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Das wird dann vermutlich Virgil's Downfall sein, so wie ich das jetzt im Moment sehe. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, mir hat's sehr gefallen und vielen von euch scheinbar auch. Von daher, macht's gut. Ein letztes Mal für das normale DMC. Jo, haut rein.
Okay, Leute, wisst ihr was? Ist mir relativ egal. Ich lasse ihn nicht mehr durchlaufen. Das ist jetzt auch ohne Video und sonst was. Kann man das denn? Ja, man kann es überspringen. Mission complete. Final Score SSS. Da haben wir es. Upgrade Points haben wir 2. New Mode unlocked. Son of Sparta with brand new Remix Enemy Setup and Behaviors. Try this new difficulty level next. New Costume unlocked. White Hair Dante. Access Costumes from the Mission Start Screen by selecting Skins Perks. Ja, ne? Und das hätten wir dann auch. Dann haben wir auch noch, wie gesagt, den Bloody Palace. Wir haben Secret Missions, die wir noch machen können. Und können jetzt natürlich auch noch auf Son of Sparta anfangen. Ich kann euch übrigens auch nochmal eben was zeigen. Options, nee, das war im normalen Menü. Nur damit ihr das mal seht. Ich weiß, das ist jetzt quasi am letzten Teil noch so ein bisschen, ob das jetzt viele Leute noch sehen, Skins, Perks. Wir haben halt quasi jetzt einmal den Original Dante, dann haben wir den Standard mit den weißen Haaren. Dann haben wir noch die aus dem DLC, Classic Dante, mein Lieblings-Dante natürlich aus DMC3. Den Dark Dante und Neo Dante, also Dark Dante und Neo Dante sind so meh, aber Classic Dante ist einfach noch badass. Und ja, so viel dazu. Und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin euer Seeker. Und raus damit. Ciao, ciao.